Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind am zweiten Hi, Tag. Was geht? Na, schön. So. Wir wollen wir mal kurz mal eine kleine Lagesprechung machen. Und zwar sagen, was wir jetzt so machen wollen würden, was wir, wo wir aufgehört haben, was wir jetzt heute machen erstmal wollen. Erstmal gucken, wo wir überhaupt sind, ne? Also ich würde sagen, wir hatten ja letztes Mal vor, dass wir die Roboter jetzt an den Start bringen. Da haben wir jetzt schon die ersten Sachen. Ich glaube, Dima, hast du das letzte Mal gemacht? Oder was hat ein... Ja, da ist so eine spärliche Kacke da oben. Warte, Shift? Shift Alt, Abtab. Wie geht nochmal? Steuerung Alt und Linksklick. Steuerung Alt. Dort. Aha. Dort die professionelle. Naja, spärliche Kacke ist besser als keine Kacke, ne? Also, das ist sehr gut. So besser als nix. Ah, da, okay. Also, wir kriegen jetzt die Roboter. Das ist nice. Stimmt, wir haben noch die Öfen. Die Öfen wollen wir jetzt auf elektrische machen. Die haben wir doch jetzt schon erforscht, oder? Ah, warte mal. Ja, die haben wir. Das heißt, wir brauchen eine Produktion für schwere Öfen, für die elektrischen. Und dafür brauchen wir die Steine. Ich würde sehr gerne die Steinproduktion heute machen. Also die Steinplatten nochmal neu. Das Steinplatten? Das würde ich ganz gerne einmal machen. Und dann halt so, die elektrischen Öfen brauchen wir danach direkt. Dann haben wir noch unser Schienennetz. Sönke? Mhm. Mr. Schienenbeauftragter, wie sieht's bei den Schienen aus? Was soll da sein? Wir haben ja das Blueprint, was wir ja gemeinsam gemacht haben. Ja, okay. Super. Gut, also wir haben da jetzt zwei Sachen schon, aber da fehlen wahrscheinlich noch ein paar, damit wir dann richtig loslegen können, oder? Also das einzige fehlt, ist noch so ein Rundumkreis, sag ich jetzt mal. Wie heißt das? Eine Wende, nicht. Ah, so ein U-Turn. Eine Gasse halt, ne? Wo die wieder zurückfahren können. Ja, wo die wenden können, okay. Hm. Ja, genau. Ja, vielleicht kann man da irgendwie so ein Roundabout oder so machen, so ein Kreisverkehr irgendwie noch statt einer Kreuzung. Ja, ich wüsste, wie man das macht. Achso, nee, eine Kreuzung. Ja, irgendwie, ne? Du kriegst auf jeden Fall. Ja, machst du schon. Das schaffst du schon. Das mach schon. Gut. Das macht er schon. Gut, dann ist der Plan also, wir müssen heute unbedingt die elektrischen Öfen voranbringen und dann können wir uns um die ersten Weltraumraketen kümmern. Dima, kümmerst du dich weiter um die Roboter? Oder was hättest du vor? Ich kümmere mich um die Roboter. Ich mache auch gleich Hochleistungs... ja. Warte, ich muss mal gucken, wie heißt die Scheiße. Hochleistungsrüstung, so ist das. Ah, jo, jo. Vier Stück mache ich gleich und dann kann man schon eigene, da bereite ich die auch vor, die privaten Bauroboter. Okay, cool. Gut, weil wenn wir genügend Roboter haben, dann können wir hier unsere gesamte Öfenproduktion abreißen. Und dann, wenn wir die Öfen auch produziert haben, mit den Öfen eine neue Produktion bauen. Das ist so der Hauptpunkt. Und damit wir die Öfen auch beliefern können, brauchen wir rechts eine neue Eisenstrecke. Dima, du machst die Voraussetzung für die Roboter und die Hochleistungsdinge und ne, natürlich, was danach kommt, alles andere so. Da muss wer die Öfen abreißen, mit Hilfe der Roboter oder manuell irgendwie. Ich hab schon Roboter, ich mach das, glaube ich. Die Öfen müssen gebaut werden. Bevor wir alles abreißen, müssen wir erstmal eine genügende Menge haben. Und wir brauchen eine Station, einen Bahnhof, wo wir dann die Sachen anliefern können. Und dann halt noch das richtige Schienennetz. Ich würde sagen, Sönke, du kümmerst dich weiter um das Schienennetz. Bahnhof müssen wir dann nochmal gucken. Ich ersetze die Öfen, glaube ich. Okay, weil die musst du, kannst du nicht ersetzen, ne? Die musst du. Die sind nämlich 3x3. Die sind nicht 2x2. Man muss komplett neu bauen. Genau, und die brauchen keine Kohle, deswegen muss das ganze Ding einmal komplett abgerissen werden und komplett neu gebaut werden. Aber Stück für Stück, oder? Ja, also ich würde mal ihm ransetzen und mal die elektrischen Öfen bauen. Und, dann können wir damit ein Blueprint machen. Dass wir schon mal so eine Vorlage bekommen, die wir dann hinsetzen. Ja, die man einfach weiterzieht dann. Ja. Ja, gut. Das ist ja dann easy. Bleibt das? Das ist ja hier die Eisenanlieferungsstelle. Ja, die müssen wir nochmal umstellen dann. Also, ich hatte letztes Mal schon überlegt, dass wir vielleicht die Öfen halt so, wenn man nochmal auf der Map rausguckt, kann ich eine Markierung irgendwie. Ja, im Norden. Ja, ich kann keine im Norden Zeichen und Süden so, mega ne? viel Platz. Also ich mache das mal mit Punkten. Ne? Also ich hätte gesagt, die Öfen, weil die deutlich größer sind, machen wir so in diesem Bereich. Vielleicht noch breiter nach rechts.
Ja, also das liegt dann halt auf den auf dem Kupfer und auf dem Stein. Das ist aber auch egal. Das kann ruhig überbaut werden, weil das ist ja kaum was an Ressource. Und dann können da komplett die Öfen drauf sein, die dann nach links oder so noch produziert werden. Und da rechts davon ist dann der Bahnhof. Das ist so, wie ich es grob anpeilen würde. Alles klar. Ja. Also hier dann so Anlieferung. Ja, ungefähr. Genau. Dann würde ich zuerst, glaube ich... Oh Gott, aber da haben wir ja schon Kupfer. Haben wir noch eine weitere Eisenquelle eigentlich? Da ist noch. Im Osten. Genau, rechts haben wir schon eine Eisenader angeschlossen. Eine richtige Eisenmine haben wir schon. Wir haben eine richtige Steinmine. Wir haben eine richtige Kohlemine. Die Kupfermine ist auch da. Öl haben wir. Also eigentlich haben wir alle Basics schon mit Äußeren. Ja. Wir können die intern eigentlich komplett abkapseln oder überbauen. Das ist eigentlich egal. Wir müssen ja nur noch mit Zügen verbinden und dass die auch laufen. Das, die sind alle noch nicht so, ich sag mal, Dauerlauf. Der Zug da unten, der ist ja auch noch ohne Treibstoff, glaube ich. Nein, nee, den habe ich einfach nur gestoppt, weil wir halt noch keine richtigen Abladestationen und so für Kupfer haben. Naja. Dann bauen wir erstmal die Öfen. Ja. Machen wir erstmal das. Dann können wir das Blueprint machen und dann reißen wir den Scheiß ab. Genau. Und dann bauen wir den Kack hin. Gut. Das ist doch ein Plan, oder? Aber da haben wir erstmal etwas, womit wir starten können, und alles andere gibt sich dann ganz normal. Aber dann haben wir jetzt mal das Erforscht haben wir es, ne? Oder? Ja, wir haben es erforscht. Ein Erstplan. Wir brauchen Stahl und Rote. Und Ziegelstein, oh Gott. Haben wir eine weitere? Haben wir nur eine Steinquelle eigentlich? Ja. Im Süden haben wir noch eine, die wir noch anschließen könnten. Guck mal, dann mache ich das mal vielleicht hier erstmal manuell. Oder im Norden. Wo? 118. Achso, vielleicht nochmal zu den Ressourcen, wie heißen Seltenheitsstufen. Am klügsten wäre, wenn wir das schon direkt am Erz machen würden. Dass wir dort dementsprechend die Module reintun, die dann halt sortieren, dass wir dann halt ein gesondertes Fach für gewöhnliche, selten und weiteres haben und dann die ganz normalen. Mhm. Die ganz normalen verarbeiten wir halt normal weiter. Und die Sondergefertigten würde ich sagen, dass wir die irgendwo anders dann halt dementsprechend verwerten. Und zwar dann halt nur für die bestimmten Sachen, die wir brauchen. Zum Beispiel, was halt mega strong ist, ist Solar. Das gibt, also wenn man die dritte Seltenheitsstufe hat, hat man fast doppelt so viel Strom für ein Solar. Und das ist halt ziemlich krass, dass wir das dann darüber dann halt machen. Weil die Sachen, die wir dann ja im Weltraum schießen, die sollten auch am besten immer in der Seltenheitsstufe 2 oder 3 sein. 4 können wir ja noch nicht machen, weil da müssen wir ja das Modul ja nochmal erforschen, was wir ja nur machen können, wenn wir Raketen nach oben gestartet haben. Oha. Brauchen wir ja die weiße Science. Genauso wie bei der hier Schmelzerei, die wir dann halt machen. Dass wir da dann halt auch die Module reinmachen und dann halt die Sonderplatten aussondern und die normalen dann halt zur normalen Verarbeitung nehmen. So, jetzt kommt nochmal der Clou. Bestimmte Modularen heben sich auf. Und zwar ist das so, dass wenn ihr blaue Module mit weiße Module verknüpfen wollt, wird automatisch das Glück, dass es halt eine Seltenheitsstufe kommt, vermindert. Das heißt, wir können leider keine Beacons bauen, nebenbei die Schmelzer und dann bei den Schmelzer die weiße Module reintun und beim Beacon die blauen Module, weil das hebt sich halt auf. Sönke, ich habe dich verloren schon längst. Ich bin nicht mehr dabei. Ah, ich, okay. Ich weiß nicht, ich bin verloren. Worum geht's? Okay. Ich will raus. Um die Seltenheitsstufen. Ja, die willst du direkt an der Mine schon reinhauen. Und dann an direkt der Mine da filtern. Und bei den Schmelzöfen. Okay, können wir machen. Mach das gerne. Ich bin raus. Ich habe schon über meine Gegenfrage. Entschuldigung, das will ich jetzt nochmal sagen. Wir haben ja gewisse Module. Ja. Ein Modul, was Strom verbraucht. Und wenn ja, ich kenne die Qualitätsmodule, ja. Ja, genau. Und
wenn du jetzt mal bei den Tempomodul rüber hoverst, stehen ja unten die Werte mit Energieverbrauch plus 50, Tempo plus 50 und jetzt steht da Qualität minus 1%. Ja, ist mir bekannt. Dieser Wert hebt halt den Qualitätsmodul Space Age auf. Also dieses, wo ja Qualität plus 1. Ja, so und das wollte ich einfach nur gesagt haben. Ja, hatten wir letztes Mal schon gesagt. Ist schon bekannt. Ja. Okay, ja. Das hatten wir letztes Mal schon gesehen, dass die sich aufheben und dass wir da halt aufpassen müssen, ja. Okay. Das ist schon mit drin, ja. Aber das können wir gerne so machen, dass wir vielleicht in den Erzförderern schon gleich die Qualitäts-Plus-Dinger reinmachen und die dann halt rausfiltern. Das wäre ganz cool, ja. Dann hätten wir schon mal so ein bisschen was an Rohqualität, womit wir dann später mitarbeiten können, wenn wir da halt wirklich mehr mit haben. Können wir gerne machen. Das war ja nur ein Tipp, wie ihr das gerne wollt. So, jetzt das ist halt nur das, was halt am effizientesten ist, weil wir können natürlich die Seltenheitsmodule irgendwo anders machen, aber so wie bei Solar oder so ist das halt ja ein bisschen umständlich, ne? Da müssen wir dann wirklich auf Glück hoffen. Wenn wir halt viele Rohmaterialien schon auf selten haben. Aber ist egal. Das ist ja. Das ist so, du bist so weit in der Zukunft gerade. Das ist noch nicht in näher Zukunft, ehrlich gesagt. Bewahr dir das ruhig nochmal ein bisschen für später auf und erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen. Und dann können wir da nochmal drüber sprechen. Weißt du, wir haben ja auch die Öfen und so, weißt du? Ja, muss jeder mal selber sehen, ne? So, wo war ich jetzt? Ich bin vollkommen raus. Ich wollte rote holen. So, Dima, was sagtest du? Sönke meinte ja, dass wir die Module am besten, diese Qualitätsmodule, dass wir, wenn die quasi nicht Qualitätsmodulstufe 1 geworden sind, dass wir die weiterverarbeiten. Wollen wir aber nicht so stufenweise sagen, zum Beispiel, wir machen jetzt nur Qualität 2 und dann machen wir erstmal einen Circle und... Dann das können wir ja nicht machen, weil es kommt ja 2 oder 3 raus, du. Dann müssen wir das eine filtern und 3 ist dann... Genau. Das oder müssen nicht? Wir ja wie so bei allen machen. Man könnte die natürlich rausfiltern schon mal. Das, was wir im Grunde schon machen können, ist wirklich nur diese Filterung. Ja, dass wir die schon mal parat haben. Ja, das kommt später. So, wo ist meine Hochleistungsrüstung? Können wir eigentlich machen schon eine provisorische. Ja, haben wir erforscht. Aber es ist, glaube ich, keine Produktion vorhanden. Okay. Das wäre richtig nice, wenn wir hier mit Exoskeletten rumrennen können, ne? Elektromotor und Schmiermittelmotor. Bei Elektromotoren haben wir doch auch schon für Flugrobotergestelle ein bisschen, ne? Ja. Ja. Cool. Ja, dann könnten wir das ja auch ein bisschen Scuffed vielleicht, aber könnten wir auf jeden Fall herstellen. Ja, lass erstmal Scuffed machen. Mega. Das ist schnell und dann, ja, wir müssen jetzt mal Stück für Stück verbessern. Kupfer brauchen wir erstmal. Weil mit Kupfer können wir dann die rote und grüne Produktion von Stefan und von mir oben aufbauen und dort würde ich dann die blaue erstmal daneben mit ranhauen. Ja. Weil ich mache hier gerade blau richtig Scuffed, indem ich das per Hand alles reinwerfe, damit wir schnell die modulare Rüstung. Hochleistungsrüstung. Ja, das ist so ein Power-Up, Alter. Das ist. Das ist einfach so. Ah, Mann, das ist zu spät. Leben mit der Rüstung. Ah, sie ist zu spät. Also hier produziere ich das ist ein Scuffed, die Lichtöfen. Naja. Ja, hast du mitgekriegt, ne, dass ich genau dasselbe mache? Ja, aber ist ja okay. Gut, dann sind wir schneller fertig. Ja, aber. Ja, wenn es gehört hast, alles gut, dann ist selber alles fein. Das ist ja schnell abgerissen mit Robotern. Ja, ja. Darum auch noch per Hand alles reingepackt. Damit. Also ich habe es im Grunde andersrum. Du hast die roten geliefert und ich liefere die anderen. Achso, hast du Stahl und Ziegel geliefert? Nee, ich liefere Stahl und rote Circles und Stein kommt da. Ah, deswegen werden die so schnell verbaut. Okay, wir beide. Schwere Rüstung, Modulare Rüstung. Wir machen ja beide das gleiche, ist aber gut. Also, pack da mal Shit rein, den du nicht brauchst. Ich zerstöre die Kiste gleich. Oh, habe ich noch Shit, den ich nicht brauche? Habt ihr noch Shit, den ihr nicht braucht? Hier liegt deine Rüstung. Oh, Mashallah. Ja, dann habe ich jetzt. Noch Shit, den ich verkaufe? Dann habe ich jetzt auch Shit, den ich nicht mehr brauche. Aber ich mache vorher noch die Solarmodule hier raus. Ist da noch bei dir noch was drin? Nee, okay, sehr gut. Ah, nee, bei mir ist nichts mehr drin. So, Solar rein. Die roten Zirkel sind.
Können wir dann auch schon eine Batterie bauen? Ja, oder? Wir haben hier Batterie mit Sicherheit schon. Ja, hier. Was ist Kupfer? Was ist denn mit Kupfer los? Was ist denn mit Kupfer los? Sieht was gar nicht gut aus. Also jetzt Kupfer kommt echt erbärmlich wenig rein. Auf den Sack. Ja, die Quelle ist auch echt erschöpft. Hm? Was geht hier auf den Sack? Hier. Das ist so lange dauert. Moment. Huch. So, wie viel habe ich bisher? Ich habe 56 bisher. Mit den grünen. Rote ist ja okay. Die sind ja relativ unselten. Mhm. Aber die grünen... Wie viel Solar braucht man denn, um so ein Exoskelett betreiben zu können? Ja. Maximalverbrauch 200 kW. Maximalleistung 30 kW. Okay, da brauchen wir einige. Na gut. Wie viele Öfen haben wir hier? Wir haben 270 Öfen. Nein, die roten kommen nicht mehr durch. Mist. Mist. Ja. Das Brot. Mist. Mist. So, die Red Circles sind verbraucht. Wollen wir erstmal mit denen arbeiten, was wir produziert haben. Findet ihr eigentlich, dass Bernd das Brot eine Psychose war? Weil das ist ja mehr. Ich hab das. Nee, sei denn, ich bin ein Psychosenkind. Ich hab das als Kind mit Daniel. Das war ja, glaube ich, Kika oder wie hieß das? Ja, das war Kika und dann Schleife damals. Super spät. Wir waren echt sehr lange wach und haben das locker 2 Stunden geguckt, die Scheiße. Ja. Das ist doch eine Schleife, oder nicht? Ja, ja, aber irgendwann, irgendwann hat man gemerkt, das ist eine Schleife. Aber dann ja. Irgendwann. Wir haben es gemerkt und weißt du, was Daniel und ich gesagt haben? Wir suchen jetzt die Stelle, wo es quasi angefangen hat. Irgendwo muss es einen Fehler geben. So mäßig. Wo ist der Anfang? Oh mein Gott, das ist wie bei TikToks, die sich so perfekt loopen. Da weißt du nicht, wie der Anfang ist, außer du siehst den Balken unten. Manche YouTube-Shorts ging das auch gut hin. Okay, so, ich will YouTube-Shorts nicht diskreditieren, stimmt, ja. Die sind bestimmt auch toll. Okay. Oh nein, das nicht. Hä, hab ich meinen Anzug nicht an? So, eigentlich. So, die nächste Hochleistungsrüstung, Sünke, hast du die schon? Hab ich schon. Stefan, komm ran, dann sind wir fertig. Werd die Scheiße abreißen. So, erstmal. Wie viele Öfen haben wir denn? Ich hab hier. Ah, jetzt funktioniert's. Sehr gut. 20, haben wir irgendwo schon irgendwie Solar gebaut? Wisst ihr das? Ich glaube nicht, oder? Ich hab auch noch ein paar hier, bitte. Oh, ich kann hier auch nochmal den Filter anmachen, dass man sieht, wo was ist. Ich habe hier richtig viele Qualitätsmodule. Was ist denn da passiert? Was ist denn mit Carsten los? So, was die machen wir nicht. Komm zu mir. Ich komme. Ich komm zu dich. Komm, Ju. Okay. Beziehungsweise alles abreißen. Einfach alles reinhauen, das wird schon mit der Zeit. Oder ein Wasser trinken. Hier ist dein Wasser. Hier, steht daneben. Drück F. Haben wir schon. Hochleistung. Oh ja, das ist natürlich sehr schmacko, danke. So. Und jetzt baue ich erstmal Roboter. Ah, jetzt muss ich den ganzen Scheiß herausholen aus der anderen Rüstung. Ne? Oh. Das ist ja mit Shift-Rechtsstick oder Steuerung-Rechtsstick. Irgendwie so kriegst du die wieder raus. Hopp. So, geil, Mann. Wie viel Rüstung hat das? Die roten werden gerade abgeladen. Auf jeden Fall richtig viel Platz hier, ey, Junge. Ich hab so Winz-Batterien. Hast du da schon genügend Elektromotoren? So 30, 60? Wer? Bei dir da? 48 hier grad. Oh, schön. Also 30 braucht man für ein Exoskelett. Oh. Dann gönn dir mal. Genau. Die Logistikroboter sind schon echt am Arbeiten hier. Also 10 blaue. Oh, die blauen Unrad. Sind. Unrad. I. Was die blauen Produktion gerade nochmal weggerissen, ne? Nice, jetzt haben wir einen Panzer. Mit der Scheiße. Darf ich mir 10 blaue von deinem Inventar nehmen? Von mir? Ja. Ja. Ne. Elektronischer Schaltkreis, integrierter Schaltkreis und Mikroprozessor, der blaue. So, das reiße ich mal eben wieder
ab. Ja, das ist ja eine dumme Produktion hier. So, das ist ein richtig schönes. Der Verschleiß ist, oh, ist groß. Oh, Exoskelett. Schneller als alle anderen. Ui. Sönke. Simi go. Ja? Simi. Woher kommen die Batterien? Das ist so satisfying mit Robotern, ey. Von unten. Ich liebe es jedes Mal. Ach! Die steht direkt unter dir, Mensch. Steht, ja, ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte mir so, Sönke hat hier eine Kiste hingestellt. Was passiert hier? Wo kommen die Batterien her? Ja. Aber er greift die doch ab. Das ist der giftige Qualm, der da aussteigt. Der ist alles verdeckt. Ich stand zu lange daneben. Du standest zu lange im giftigen Qualm. Wir machen auch gleich eine Hochleistungsrüstung. Nehme ich mir mal ein paar Lichtöfen. Hast du schon einen Blueprint im Kopf, wie du es bauen würdest? Immer kannst du bitte einen weiter nach oben gehen. Danke. Ich würde das, glaube ich, super basic machen. Die sind ja 3x3 und kannst du genauso machen wie hier links. Und ja, von einer Seite rein, die andere raus. Zücke, stopp. Brauchst du Batterien? Ja. Und die anderen hier, Maste. In der Hose. Maste. Oh, lol. Yoda, nehme ich mal 200. Yoda, ne? Wäre stolz. Oder ja, kann man da noch ein drittes zwischenquetschen? Gibt ja für übrig. Nee, das nicht, aber nee, das geht nicht. Du könntest, also du kannst es so machen, könntest es vielleicht aber auch so, dass die auf beiden Seiten gehen. Dann könntest du mehr nebeneinander machen, ne? Aber dafür hättest du halt ein bisschen ungleichere Mastverteilung dadurch, ne? Ja, das ist scheißegal. Also das ist Ästhetik. Ästhetik. Nicht so wichtig. Yes. Hauptsache, es ist schön zusammengequetscht. Ästhetik. Sönke, weißt du das Ratio bei elektrischen Öfen, wie viel auf einem roten Band gebraucht werden? 30. 30? Achso, das weiß ich nicht. Okay, schade. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Soll ich kurz ausrechnen? Herstellungstempo 2. Also sind die... Keine Ahnung, was ist 2? Hier sind auch 2. Naja, stell doch einen 2 Sekunden tut eine, ja? Nee. Warte mal. Jetzt bin ich gerade raus, warte. Nee, das dauert hier normalerweise 3,2 Sekunden und 2 ist dann 1,6 Sekunden. Wow. Wie viele elektrische Öfen braucht man denn nochmal für... Also, dass wir wissen, wie weit das rein muss, wie viele wir bauen müssen. Ja, Moment, ich gucke. Das muss doch hier irgendwie bei Tipps und Tricks stehen. Wo ist denn dieses Handbuch, was ihr auch mal hattet? Oben rechts, das ist diese Factoriopedia. Factoriopedia, genau, perfekt. Man braucht wahrscheinlich zwei Linien Rohstoffzufuhr, oder? Was steht denn da? Ja, also man braucht man zwei Linien? Nein, ich brauche mal genauso viel rein und raus. Also Herstellung 3. Wenn du Doppellinien machst, das heißt einfach nur, dass du dann noch länger das Ding machen möchtest. Aber du kannst ja auch mehr übereinander, weißt du? Ach ja, okay. Ich wollte, dass die Öfen halt immer genug Rohstoffe haben. Mhm, ja, stimmt. Bescheuert. Wie lange machen wir das denn? Ja, also wie viele Öfen wir in einer Länge brauchen, das finden wir ja gerade raus. Ne? Also wie viel Öfen können das sustain? Dass das Band voll ist. Also in der Theorie mit Herstellungstempo, wenn das doppelt so schnell ist wie ein Schmelzofen, weil das ist ja doppelt so viel, braucht das ja also 1,6. Genau, es braucht 1,6 Sekunden, das ist das Ding, ja. Genau. Und dann 1,6 geteilt durch 30. Und dann so viele Öfen kannst du dann einpacken. Weil ja 30 Items pro Sekunde kann ein roten Belt transportieren. Also so steht es halt in der Wiki. Also kann ein Belt 18,75 Öfen sustain, oder wie? Genau. Also brauchen wir 19 Öfen. Machen wir 18 draus, dann haben wir eine runde Zahl. Weil wir auf beiden Seiten einen Ofen haben, dann ist es ein bisschen schicker. Genau. Also 9 nebeneinander. Aber da muss ich dann halt auch wiederum sagen, ich weiß nicht, wie die Angabe es ist. Da steht ja 30 Items pro Sekunde. Wird dann nur eine Lane gerechnet oder zwei Lanes? Weil jedes Belt hat ja zwei Reihen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube beide. Ich glaube, in der Rechnung ist beides drin, ja. Okay.
Ja, dann 9 auf jeder Seite. Das Ganze hier mal eben weg. Also ich brauche auf jeden Fall ein paar von den Zughaltestellen. Ich brauche ein paar mehr Signale. Obwohl Signale ist okay. Jo, ich habe mein Inventar gut gemacht. Geil. Ja. So, wie sieht's bei dir aus? Hopp. Und zack. Du hast. Achso, dein Inventar. Achso, du hast einen. Nee, also mit Inventar meine ich, sorry, wenn du E öffnest, hast du ja Logistik in der Mitte. Achso, ah, okay. Ja, ja. Und da habe ich komplett alles. Übrigens, wenn du von ganz links bis ganz nach rechts gehst, dann öffnet sich die zweite Leiste davon. Mhm. Habe ich ausprobiert. Ich habe jetzt alles erstmal wirklich fast die Hälfte an allen Materialien, die wir überhaupt haben, habe ich da jetzt eingefügt. Hinterlassen zum Beispiel Greifarme, Belts, Kleinmüll, Hightech. Und so eine Scheiße. Ja. Das ist richtig gut, dass man die beschriften kann. Was genau meinst du? Wenn du das erste, da musst du erstmal quasi Namen eingeben, musst du nicht, also du kannst. Ich habe das erste zum Beispiel Belts genannt, da habe ich da alle Belts hinzugefügt. Ah, ich sehe, ah, das sind so Gruppen und da sehe ich auch deine Gruppen hier. Belts, Greifarme, Hightech, Kleinmüll. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn du auf Kleinmüll gehst, habe ich da richtig viel Shit reingetan. Ah, Änderung und übernehmen. Ah, die kann ich einfach übernehmen. Das habe ich genau dasselbe wie du. Ja, also ich weiß nicht, ob du dasselbe brauchst wie ich. Ich habe einfach mal so ein bisschen die eine Reihe abgearbeitet und einfach weggetan. Ich würde dir empfehlen, mal so 200, 300 mindestens an Eisen- und Kupferplatten immer da zu haben, nicht nur 100. Weil wenn du was baust, das ist sehr schnell weg. Das würde ich einen Ticken höher setzen, ehrlich gesagt. Ja, mal 300. Ja, das ist soweit. Ups, Startträger habe ich rausgemacht. Das hat er bei mir genauso abgeändert. Bei mir ist auch weg. Warte. Ja, das wird synchronisiert. Startträger 200, bam. Ja. Cool. Ich mache auch nochmal hier Kupferdrähte rein, aus irgendeinem Grund. Ey, dann kannst du das ja auch bearbeiten. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, kannst nur du das als Lobbyleiter oder können wir das auch? Probiert ihr das doch mal aus. Schreib's in die Kommentare. Das ich auch. So wie Dora. Könnt ihr sehen, welche Gruppen ich meine? Aber wo hast du drauf geklickt? Ich hab, wenn du E drückst einfach, dann ist da dieser Pfeil oder dieser Stift bei den Gruppen irgendwie und dann kann man das anklicken. Also Sönke, Stefan, könnt ihr mal gucken, ob ihr da auch... Ja! Stimmt, ich habe das immer direkt benannt. Mhm. Wow. Wow. Okay. Wow. Ja, Schmelzöfen, ja, das ist auch scheiße, genau, Sprengstoff. Kannst du mal ein bisschen was bearbeiten, falls dir was nicht gefällt? Festbrennstoff mache ich auf 50. Einfach weil, wenn ein Zug liegen geblieben ist oder du ein Auto fahren möchtest, immer gut, wenn du was davon da hast. Coin Ding. So, warte, was wollte ich jetzt machen? Ja, Stahl 200, ich hätte 100 gemacht, aber das sind Feinheiten. Kupfererz und die ganze Scheiße, das ist so, passt. Ja, das ist schon okay. Also man kann die einfach übernehmen oder du machst dir halt eine eigene. Maler, seid ihr schon mit diesen Qualitätsdingern vorangekommen? Bin da noch nicht gut reingekommen ins System. Also wir haben angefangen. Wir hatten letztes Mal schon so ein bisschen rumgetestet und ein bisschen geschaut. Und ja, wie Sönke jetzt auch den Vorschlag gemacht hat, können wir anfangen und die Qualitätsmodule halt in die Erzförderer reinpacken. Und das hier direkt auszufiltern, um schon mal so die grundlegendsten Materialien in guter Qualität zu haben, dass wir bei dem kleinsten Punkt anfangen. Das müssen wir jetzt aber dann erst noch machen. Und da können wir irgendwann, ja, also qualitätsmäßig, da sind wir doch recht am Anfang. Boah, so wie auch bei Roboter. Ist so kacke. Ja. Was ist mit Kupfermine 1? Habibi, yo, geilo, Diggi. Was ist mit der Mine? Naja, die ist noch nicht angeschlossen. Aber ich kann das sonst mal eben schnell anschließen, wenn du das brauchst. Das wäre top. Also ich bräuchte es nicht. Ich glaube, wir bräuchten es alle. Okay. Aber dann kann ich auch gucken, wie was durchkommt und besser arbeiten. Okay, dann, ich wollte nämlich jetzt gerade nochmal den Bahnhof anfangen, damit, weil ich glaube, das ist wichtiger tatsächlich als die Öfen. Also ein Red Belt kann 9 Öfen. Also guck dir mal eben das Blueprint hier an, was ich gemacht habe. Ja. Ja, aber dann, machen? Aber dann muss er 1 in die Mitte und nicht 2. Weil jetzt haben wir dann ja 2 Red Bells. Das heißt, eigentlich würde das ja dann 18. Also 18 auf jeden Fall. Oh, okay, also, dann kann also 18 ich das noch verdoppeln. Also ein Bells sind 18 insgesamt, haben wir ausgerechnet. Ach so. Mhm. Auf jeder Seite dann 9, okay. Genau, dann könntest du es eigentlich doppelt so lange machen. Okay, mache ich. Okay, alles klar. Geil. Das ist ja okay. Geil.
Goal. Da kann man das ja überall irgendwo dann hier so runterführen. Ich überlege mir was. Mal noch so und dann. Boah. So und. Oh, Shish-Kebab. Ah, Shift-R war das, wenn man Züge, Gleise macht. Damit kann man die Richtung wechseln. Wenn man Shift-R drückt, dann kann man da den, wie es vorankommt, das Endgleis. Jo, jo, jo. Okay, verstehe. Kein Kack bauen. So. Machen wir jetzt hier ein auf. Machen wir hier ein provisorisches Blueprint daraus. Das weg und dann. Das ist so cool mit den neuen Schienen, ne? So schiebe ich einfach nach oben. Das ist echt geil. Das lösche ich dann. Und dann kann ich das erweitern. Hopp, hopp. Das ist ein bisschen cursed. Cooler Scheiß. So, dann machen wir hier. Wir wollen hier eine Kupfer. Ablade, yo Habibi, geilo. Ich liebe Steuerung C, geilo. Steuerung V. Geilo, keine Ahnung, wie der geschrieben wird. So, jetzt ist eigentlich das Blueprint fertig. Das Leos wacht im Winter, let's go. Dann benenne ich das mal. Und dann auch noch die Öfen. Da, vor das Wort. Und erstellen. Wo kann ich das abspeichern? Wo ist das jetzt gespeichert? Das war so, so und so. So, ich hatte tatsächlich auch dieses Blueprint gefunden. Ich weiß nicht, ob wir dasselbe Video vielleicht geguckt haben. Welches Blueprint? Mit dem Zugabladen hier. Oh, ich hab's falsch. Dass man hier halt die Splitter so seitlich setzt. Hatte ich mal irgendwo gesehen. Und da hat er nämlich auch gesagt, dass, also es war das Video, ging hauptsächlich darum, dass es halt Quatsch ist, mehr als 4 Kisten abzuladen. Oder die Abladegeschwindigkeit, um ein Vielfaches zu erhöhen, weil meistens ist die Abladegeschwindigkeit schon schnell genug. Und in der Zeit kommt eigentlich kein Zug schnell daran und das ist kein Bottleneck. Also klar kann man mit 6 Kisten schneller abladen, aber das bringt halt nichts. Also effizienzmäßig bringt das wirklich nichts und von daher ist es besser, es einfach komplett auf 4 Kisten zu lassen, anstatt 6 Kisten. Ist auch einfacher oder schöner so ein bisschen. Das ist das, was, cool. Was ich rausgenommen habe. Das hier nochmal dahin. Das dauert trotzdem ewig. Schon mal nochmal einen Roboterhanger, Alter. Sonst dauert das ewig mit den Abbauen. Dima, kann man bei dir die Power Armor Teile bestellen oder? Power Armor Teile willst du bestellen? Ja, ich dachte, keine Ahnung, vielleicht kann ich das bei dir wie bei Amazon bestellen, so einen Auftrag geben oder so. Schön wär's. Was für Teile genau? Naja, so ein Roboterhangar hätte ich ganz gerne, ein bisschen mehr Solarpaneele. Ja, ja, wenn Kupfer kommt, dann kann ich dir Sachen einrichten. Ah, guck mal, das ist doch ein Deal, das ist doch schön. Wie Scary Movie schon sagte, eine Hand. Nee, der hat was ganz anderes gesagt. Perfekt. Eine Hand wäscht die andere bloß mit was anderem, was gewaschen wird. Batterien. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Satz war. Ich weiß es noch, aber... Lag sag's vielleicht auch am Alkohol. Mal gucken. Nein, das war ein ganz anderer Scary Movie Teil. Da habe ich. Ah, okay. War ich, da durfte ich den, glaube ich, noch nicht gucken. Ach du, was man hier alles gucken durfte. Na, hat man trotzdem gemacht. Gibt es hier noch eine andere Batterieproduktion? Nee, leider nicht. Shit, dann warte ich kurz. Oh, Stefan, du blockst. Sorry. Du bist breit gebaut. Wow. Warte, was für Batterie brauchst du? Hast mich gerade normale, ne? Normale, ich will einen Roboterhanger machen. Komm her, hier. Komm mal diese Holzkiste. Ja. Fuck, das war das falsche da. Bam. Reiche 100? Oh ja, auf jeden Fall. Warte. Danke dir. Ja, hier ist ein bisschen reingewurschtet, aber das wird später abgerissen, sobald Kupfer läuft. Jetzt. Noch Stahl.
Ich würde das Abreißen ein bisschen beschleunigen. Wir haben jetzt 100 Logistikroboter und 93 Bauroboter. Global. Wie viel Logistik war das? 100. Ja, 100. Ja, okay. Das ist schon mal ein guter Anfang, Alter. Alles in Arbeit. Ja. Voilà. Ich glaube, wenn wir so ein paar mehr 100 Bauroboter haben, dann können wir hier die gut abreißen, aber da brauchen wir wirklich noch ein paar mehr. Muss ja auch schnell gehen, dass es abgebaut wird und dann wieder hingebaut wird, damit wir nicht so viel Zeit haben, in der wir gar nichts produzieren. Ne? Ja, ich gehe schon mal hoch und baue da schon mal die Sachen dafür. Ah, das Grid muss noch angeschlossen werden. Hm. So, also Kupfer habe ich jetzt mal hergezogen. Ich fällt gerade auf, ich bin hier im Park, zu wenige Bärs. Scheiße. Ich brauche Bärs! Was seid ihr? Zack. Oh Gott, 1000! Jo. Wir produzieren 1,6 mit Blueprint. Ist ja echt wenig Bauroboter pro Minute. 1,6. Wow, damit kommen wir voran, Alter. Jawohl. Hat sich irgendwer um die Technologie, um die Forschung gekümmert, was wir erforschen? Das läuft auf jeden Fall was. Ja, aber wollt das auch wir unbedingt haben oder ist es einfach nur, damit wir irgendwas machen? Also zum Clearen ist das halt relativ gut, ne? Ja, okay. Warte mal. Dann dachte ich, packe ich das dahin, aber. Ja. Ist okay. Wollte nur fragen, ob sich da jemand was bei gedacht hat oder ob es einfach nur so irgendwie. Wir können ja halt nichts anderes machen, ne? Also, wenn du in den Tree, da können wir Nachtsichtgeräte, wir könnten Landbeam noch machen. Der Dimitri. Wir könnten Lasertechnik machen. Stimmt, ja. Dann lass lieber Lasertechnik machen. Ich drehe 2 Roboter. Und dann direkt das. Jawohl, die Roboter bauen! Oh, und die Projektilfeuerrate, die könnten wir vielleicht auch noch gebrauchen. Der Luxus. Ja, aber beginnt. Dann lass erst hier Lasergeschütze machen. Und dann. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da müssen wir auch gleich die Laser Schaden erhöhen, damit sich das auch lohnt. Ja. Ja, weil der erste Schaden ist echt reich. Ich einmal kurz ein. Und das hier, glaube ich. Haben wir schon persönliche Akkus? Ja. Oder sind das die egal? Ach, das ist der tragbare Akku. Ja, guck, das ist. Ha. Halleluja. Hast du dir das anders gemerkt oder was? Nee, ich hab nur reingeschissen. Also, Kupfererz ist angeschlossen. Die Öfen sollten gleich alle laufen, aber ist halt nur wenig Produktion. Ne? Also nur ein, zwei Reihen und Öfen. Das ist jetzt halt nicht die Menge. Ich habe ja den Blueprint fertig. Das könntest du ja unten schon mal irgendwie in den ersten Teil abreißen oder verlagern. Wer? Stefan. Ich. Und dann die erste Reihe machen. Ich sag mal, ich habe jetzt gerade das Bär runtergelegt. Leg das nochmal nach oben und reiß diese Minen ab und dann könntest du da unten schon mal die hier die ersten hinsetzen. In der ersten Reihe. Also hier unten oder hier unten? Jo. Ja, im Grunde da, wo du stehst. Das kann ja alles ein bisschen verlagert und umgesetzt werden. Und dann können wir da die ersten Öfen machen für Kupfer. Dann reiße ich mal eben die ganzen Minen hier ab, ey. Die Kohlemine rechts und die Kupfermine, die können ruhig komplett weg, ne? Also auch die Eisenmine, die brauchen wir echt nicht mehr. So, ich muss mir Rohr holen, scheiße. Hab ich vergessen. Ich hab hier einfach Kupfer daneben nochmal hingelegt. Das muss jetzt reichen. Wir gucken erstmal nicht drauf in diesem 1 zu irgendwas, okay? Ja. Cedric, wie möchtest du das gerne mit den Öfen machen? Konkrete Frage? Was meinst du? Wo möchtest du die hinbauen? Ich hätte diesen Bereich hier vorgeschlagen. In dem Bereich Öfen. Hm. Vielleicht, also das Schiff natürlich ein bisschen, das müssen wir schon, das ist ein archäologischer Fund, den müssen wir irgendwie, das müssen wir bewahren. Archäologischer Fund, weißt du? Unser Essen ist da noch drin, ne? Vielleicht haben wir doch Frauen und Kinder in dem Schiff, keine Ahnung, aber da müssen wir mal was gucken. Gib mir die Roboter, meine Fresse. Okay,
Grüne kommt hierher. Rot habe ich da. Das muss erstmal laufen hier. Und das heißt, ab hier, guck mal, Cedric. Wenn du mal zu mir guckst. Ja, im Moment, ich gehe noch kurz zum Zug, nicht dass er euch wegfährt. Ein Ding. Ja, wie viel kann ich überhaupt tragen? Warte mal. So, was ist bei dir?